Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Runde von Divinity Original Sin. Zusammen mit dem Schickiboink hier. Hi. Hallo. Ich sehe gerade, ich habe pinke Stiefelschlaufen. Ja. Wir stehen hier vor Grülbark, dem Furchtlosen. Der war so furchtlos vor dem Tod, deswegen liegt er hier nämlich hier. Und schillt ein bisschen Kopf ab. Im Sand. Ja. Und hier ist eine Höhle. Da möchte ich rein. Ja, da gehe ich auch rein. Ich möchte wissen, was... der lädt lange. Lade schwarze Bucht. Ist das etwa ein schneller Durchgang? Nein, es ist eine Höhle. Cool. Hier gibt es Steinpilze. Halt, hier ist doch eine Leiche, ein toter Ork. Der hat einen Orkhauer. Hier ist auch ein toter Ork. Was hat der denn? Auch Lederarmschienen. Warum sind hier so viele tote Orks? Und warum brutzelt das hier? Da ist ein Ork-Krieger. Unheilbar. Du, da ist eine Wolke? Ja. Es muss einen Weg geben, okay. Ja, gibt es. Warte mal. Warte. Warte. Was machst wo du? Ist mein... Warte, wo ist das? Wo ist es? Wo ist es denn? Ich hab's doch gerade aufgenommen. Wo ist es? Da ist es. Aha. So. Abgedeckt. War doch eine Falle. Oh. Ho, 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 ho. Wo bist du? Da. Verdammter riesiger Clown. Verfluchter Pirat. Er wird niemals aufgeben, den Stein. Ich dachte aufnehmen. Oh, der hat was fallen lassen. Ein Pergament. I've got my eyes on the prize. Und auf dem Pergament steht: Anordnung der Auserwählten der Allmutter Grutilda. Das einzige Ziel dieser Expedition besteht darin, den Sternenstein aus der schwarzen Bucht von Cysia zu holen. Alle weiteren Ziele werden zurückgestellt, bis der Sternenstein gefunden und an Eva Maria übergeben wurde, einer lieben Freundin der Allmutter. Vergesst nicht, es ist besser, ein Leben unter dem cysianischen Abschaum zu ertragen, als Grutilda zu enttäuschen. Genau. So nicht da anders. Oben kämpft ein Pirat gegen Orks. Warte. Sollen wir da mal mitmachen? Ja, ich bin... hier drüben ist Gift. Ja, wir müssen, glaube ich, erst nach hier oben. Oh, ja, Kampf. Komm. Ich bin noch nicht drin im Kampf. Jetzt bin ich auch. Jetzt sind Skelettpiraten, ne? Die kämpfen gegen Orks. Sind die Orks hier unsere Freunde? Nö. Mm-mm. Die sind alle gegen alle hier. Okay. Free for all. Free for all. Oh, bitte nicht nautische Metaphern hier. So, kann ich von hier? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss erstmal mich irgendwie schützend wegbewegen. So, sparen wir auf. Och nö, wieder so ein Schamane. Ja, der kommt zu uns um die Ecke hier. Das ist schon mal gut. Was soll ich denn jetzt hier machen? Du solltest dich eher auf die Skelettpiraten konzentrieren. Davon sehe ich nämlich 2, 4, 6. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen näher ran. Hammerzeit! Hammertime! Dün, 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 so. Dün. Hammertime! Dann stellen wir uns mal hier mit dazu erstmal. Und sparen uns ein paar Aktionspunkte für die nächste Runde. Na, guck mal, siehst du? Die machen hier unseren Job. Okay. Super, wir kriegen sogar unseren Jobs. Ja, vor allem kriegen wir Erfahrungspunkte dafür. Du bist dran. Was brauche ich denn für Blitz? Oh, da brauche ich so viele. Ich würde, glaube ich, erstmal Regen zaubern und dann die Blitzdingsen. Richtig, weil effektiver. Gucken. Na toll.
Verdammt. Die Bogenschützen sind stark. Die sind verdammt stark. Wenn sie treffen. Oh, ein Pyromane. Aber mit Wasser ist das ja egal. Oh, oder auch nicht. Zum Glück ist dir bloß warm. Du brennst noch nicht, mein Freund. Hast du noch mal Schwein gehabt, dass du das Wasser in den Regen gezaubert hast? Was macht er denn da? Cool. Überraschungsangriff. Mal eben gekillt. So, jetzt ist es außer Reichweite. So, jetzt muss ich mich ein bisschen nach oben arbeiten. Ist es jetzt... Nee. Auch noch außer Reichweite. Was ist denn das hier? Ziel außer Sichtweite. Das wird ja mal besser. So, jetzt aber. Oder nehmen wir... Ich nehme mal... Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt... Ach, warte. Das Gift dürfte die aber nicht so tangieren, ne? Aber wir könnten... Doch ein bisschen schon. Wir könnten vielleicht... Ich bin gerade überlegen. Das nicht. Was überlegst du denn? Ich probiere mal... Achso, haben wir da schon? Okay. Ich probiere mal aus, ob die auf Gift allergisch reagieren. Okay. Mama, reicht es? Es müsste reichen. Achtung, Moment. Jetzt. Okay, die Skelette sind immun. Verdammt. God damn it. Ja, okay, jetzt wissen wir es aber. Oh, schön, ja. Erblitzdingst. Genau, mach mal. Komme ich an den dran? Schade. Der ist inspiriert, ist er gerade. Kann ich zu dem hinfliegen? Auch nicht ganz. Aber ich könnte noch zwei, warte mal, wir machen so. Ich gehe jetzt noch zwei nach vorne. Vorsicht mit dem Feuer, ne? Toll. Egal. Ja, aber Niederschlag ist leider fehlgeschlagen, ja. So. Der könnte funktionieren. Der könnte aber auch funktionieren. Dann machen wir mal... Pass mal auf. Ah, Mist. Warte mal, wie viel brauche ich dafür? Pass mal auf. Ja. Eins. Wie viel brauche ich dafür? Vier. Das heißt, ich kann noch so. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Upsi-Daisy. Der ist bei in der nächsten Runde ist der platt. Genau. Du brennst. Doch. Yahan ist am Zug und geht erstmal aus der brennenden Suppe hier raus. So, jetzt kann ich nicht mehr viel tun. Dann mache ich jetzt... Okay. Den hier. Das sind leicht verdiente Erfahrungspunkte. Ja, also wenn die sich gegenseitig hier platt machen. Aber die kommen jetzt zu uns. Ja, und... Verfehlt. Och, nö. Was ist das für einer? Warum kann der sowas? Der Skelettpirat. Ich würde mal sagen, warte mal. Aber Feuer dürften sie, glaube ich, reagieren, ne? Oder? Ja, das steht hier irgendwo, wogegen die immun sind? Nee, leider nicht. Nee, eigentlich nicht, oder? Ne? Ich glaube, verfluchen ist auch vollkommen egal. Ich glaube, die sind nicht so sehr lebend. Pass mal auf, ich will ja auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich probiere mal den hier aus. Dazu müsste ich aber... Warte mal, wie viel brauche ich dafür? Vier. Das heißt, ich müsste ein bisschen dichter. Und zwar so. Ja. Okay. Und... Feuer frei.
Oh, das Dings ist weg, das Gift. Wirkt ja sowieso nicht bei denen. Nicht genügend Aktionspunkte. Schade. Ich kann gerade nichts tun. Dann. Vor allem, sie sind betäubt. Alle. Muss ich jetzt Angriffshaltung einnehmen? Ach, da sind, ist ja noch einer. Ja, ja. Das sind ja noch vier. Warte mal. Was hat sie hier noch? Niederschlag, Energiewolke. Gift ist ja völlig egal. Dampfwolken. Warte mal. Das ist nur Blenden, verlangsamt. Das ist Blödsinn. Das ist Blödsinn. Gift wirkt nicht, haben wir ja gelernt. Jo. Wir könnten aber das hier machen. Warte. So. Raus damit. Und ich würde jetzt... So. Das ist gut. Ich denke mal, das ist praktisch so. So. Natürlich. Warum stehen wir jetzt hier in der Giftwolke? Man weiß es nicht. Braucht denn Regeneration? Braucht. Das ist jetzt eine gute Frage, ja. Vor allem aber vergiftet... Oh. Na, 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 na. Also die sind echt stark. Es wird jetzt hier schon... Da ist ja noch einer. Stand da irgendwo eine Kiste? Ich glaube, ja. Wieso glaube, kommen da immer mehr? Wurde getroffen. Ach so. Möglich. So. Jetzt kommst du ins Spiel, mein Freund. Sehr gut. So, und jetzt werde ich mich mal hier kurz ein bisschen verkrümeln aus der Giftwolke. Ich glaube, du solltest wahrscheinlich eher auf die Skelettpiraten gehen. Ja, so. Der schießt aber auch auf uns. Ach so, okay. Ist sie betroffen? Nee, sie steht genau an der Grenze, das ist gut. Aber genau in der... Wow, sterb abschauen. Ja. Und jetzt... Ach, hat sie... Warte mal, hat sie nicht die Fähigkeit? Doch. Warum ist der... Ach, der Querschläger ist für 5. Deswegen kann ich ihn nicht benutzen. Aber wir können... der ist betäubt. Habe ich nicht einen normalen Schuss? Nee, 5 AP brauche ich. Aber ich kann... Warte. Wir nehmen mal den... Nee. Da. Okay. So, damit steht er nämlich auch so schnell nicht auf. Der heilt sich noch ein bisschen hier. Verfehlt. Sehr schön. Wie wär's denn mit so einem kleinen Blitz in your face? Gut, der ist tot. Glaube ich zumindest. Ja. Der hat ein paar Pfeile liegen lassen, das ist gut. Ich nehme dann den Pyroman da hinten. Okay. So, jetzt aber... Was? Oh nein! 1 Millimeter! Yes. Ja! Sehr gut. So, du machst ihn jetzt hier platt. So. Jetzt ist nur noch der Bogenschütze da hinten in der Ecke. Jo. Ich würde dann... Nee, doch nicht. Ich versuch den mal zu treffen. Okay, getroffen. Ach, der ist jetzt fast tot. Okay, verfehlt. Immerhin. Nochmal verfehlen. Genau. So, mein Freund. Dann Sargnagel. Warte, ich versuche ihn zu zielen gerade. Und weg ist er. 7, have mercy on your soul. So, the Orc Expedition is no more. But who's to say how many undead haunt this cave? Hier liegen Pfeile rum. I'd guess they're protecting something of great value. Of great value? Naja. Nee, dass sie etwas verstecken.
Aber sie haben mir gesagt, dass der Stein hier versteckt wird. Oh, ich habe eine schwere Armbrust. 54 bis 84 Schaden. Brauchst okay. Warte mal, was war das? Schwere Armbrust für was? 54 bis 84 Schaden. Hab ich. Schwere Armbrust des Vandalen. Hast du noch irgendwelche okay. anderen Werte? Ja, und zwar... Sofort... Nee, doch nicht. 200% kritischer Schaden. Nee, habe ich 240%. Aber wir haben einen Stufenaufstieg. Tatsächlich haben wir das. Mhm. Ich habe hier noch eine Pfeilspitze oder sowas für dich. Du hast alles schon gelehrt hier. Okay, gut. Ich gebe dir das mal rüber. So, wenn wir hier einen Stufenanstieg haben, das ist gut. Was können wir denn an Waffen geben? Armbrust kann ich derzeit nichts geben. Verteidigung nicht. Fähigkeiten. Scharfschütze kann ich nicht. Lehrmeister. Oder hebe ich mir die auf? Oh, es gibt, glaube ich, hier neue Eigenschaften. Zombie. Zum Beispiel, heilt euch durch Vergiftung, aber ihr haltet durch normale Heilung Schaden. Wunderkind, verleiht euch 2 Fertigkeitspunkte zusätzlich zum Verteilen. Wo hast du das denn her? Ist unter Talente. Mach ich mal. Talente. Wo dann genau? War bei mir Wunderkind. Ist ja alphabetisch sortiert. Ach ja, das mache ich mal. Cool. So, Aber was nehmen wir denn für Fertigkeiten? Uiuiuiui. Braucht ihr irgendwas? Lehrmeister Stufe 2 brauche ich. Aber nicht mit ihr. Brauche ich mit ihm. Willenskraft werde ich mal erhöhen hier mit ihr. Einhändig, zweihändig, Zwillingswaffen. Hexerei. Uiuiuiui. Rüstungsexperte. Okay, ich nehme mal noch den Glücksbringer aktiv. So, und dann ist Penetrello noch dran. So, was kann er? Er kann Bögen nicht hochziehen. Aber wir können die Willenskraft, unsere Widerstandskraft, verringert die Wahrscheinlichkeit, einen Statuseffekt zu erhalten um 30%. Das ist gut, das nehme ich schon mal. Ach, der kostete mich 2 Punkte. Ja. Mir auch gerade aufgefallen. Haben wir noch irgendwas anderes, was wir nehmen können, müssen? Ich könnte noch den Glücksbringer hochsetzen. Ach, hier diese Talente gelten global oder was? Wie global? Ach nee, alles gut, Entschuldigung. Aber Wunderkind will ich eh haben. Und Lehrmeister habe ich noch nicht mal Stufe 1. So, ich mach mal Führung, setze ich nach oben. Ich denke mal, das können wir gut gebrauchen, wenn wir dort eine Initiativerhöhung bekommen, Trefferwahrscheinlichkeit bekommen, Schaden 5% erhöhen und Crit-Treffer um 3%. Kann nicht schaden. Nö. Das stimmt. So, und jetzt habe ich nochmal 2 Fertigkeitenpunkte, das ist gut. Und damit erhöhe ich jetzt meine Willenskraft und damit meinen Schaden. Quatsch hier, dass ich mehr widerstehe, weil ich williger bin. Also willig widerstehen ja, da. Das bist du. Du bist willig. Willig, aber sowas. So. Okay, die. Ich mache hier schon mal die. Wo haben wir denn hier ein Fass? Hier haben wir einen Korb. Ich nehme mir mal ein paar Fässer mit. Tu das. Und zwar kannst du dir bestimmt vorstellen, was ich vorhabe. Nee, warte mal. Wo bist du denn? Da bist du. Was machst du denn da? Ich nehme mir die Fässer mit, damit ich... ich hier die Fallen schon mal entschärfen kann. Ah, ja. Während du dann noch deine... Nee, ich bin fertig. Nee, da sind doch noch grüne Punkte. Wie grüne Punkte? Ich sehe da grüne Punkte. Wo? Hä? Warum habe ich denn noch Punkte? Du auch? Ah, siehst du ja, ich auch. Bei
Da ist noch Talent. Talent kann ich noch vergeben. Warum? Der hat Wunderkind nicht angenommen. Ach so. Ach so? Tatsache. Jetzt aber. Aha, jetzt aber. Jetzt können wir vorne wieder verteilen. Zwei Stück. Was nehme ich denn mal? Irgendwas, was ich noch nicht hatte? Nö. Frontkämpfer, Frontkämpfer, Frontkämpfer. Persönlichkeit tauschen. Ja, ich mach die Glücksbringer hoch. So. In der Hoffnung, dass wir sehr viel dann in Erfahrung bringen und finden und explosive Pfeilspitze. Moment. So, dann machen ich glaube, wir das. Ich warte mit meinen Talentpunkten. Oh, damit guck doch mal, was da unten noch alles ist. Ist ja krass. Das ist ja krass. Wie mehr ebenig das ist hier. Warte doch mal. Ich will doch bloß die Pfeilen hier zumachen. Ja, ja. Wo ist die? So. Da ist er, ne? Also ich warte mit meinen Verteilungen meines Hauptcharakters mit den Punkten, weil ich dann in der nächsten Runde 4 verteilen kann. So. Ich nehme mal nochmal das Fass mit und mache dann das hier unten. So. Achtung. So. Und dann speichern wir und dann sah ich mal Folgenpäuschen. Oh. Folgenpäuschen. Okay. Dann, was gibt's hier unten? Oh, da ist ein fetter Gegner. Quellenscheußlichkeit. Ich gehe mal nicht weiter. Ja. Wir machen Folgenpäuschen. Wir raufen uns zusammen. Oh, ja. Wir packen uns hier richtig noch voll und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich backe mir ein Brot. Tschüss. Genau. Tschüss.